was die Batterie und ihre Leistung mit Kreat zu tun hat. Wir brauchen mehr Power! Das musst du wissen, wenn du Krea schlägst. Wir checken heute für euch neben Haarverlust auch andere mögliche Nebenwirkungen und wenn es am besten wirkt. Bis 20% mehr Leistung in deinen Muskeln. Oder wie es der Jeremy würde sagen: Kraft, Power, Strength! Und das nur mit dem, wo wir hier Kreatin. Super, oder? Aber es gibt doch einen Mythos, dass das Haarausfall machen soll. Das hat mich auch davon abgehalten, das Zeug zu nehmen. Willi, du hast es ja mal genommen. Wie hast du das erlebt? Ich habe es früher regelmäßig genommen, als ich noch so 5-mal pro Woche ins Fitness gegangen bin. Okay, ich sehe jetzt nicht mehr so aus. Aber was lernt man daraus? Nicht alles auf Insta posten. Wie du hier siehst, es ist im Fall schon mega lang abgelaufen. Oh shit, 2 Jahre. Und ich habe meine Haare aber noch. Vielleicht habe ich da auch einfach nur Glück gehabt. Darum gibt es zum Haarverlust später noch einen Mythencheck. Also ich habe schon Respekt vor Krea. Aber in meiner Fitnessbubble poppt es die ganze Zeit auf. Jungs, wie wir Kreatin, haut raus. Du wirst nicht glauben, was Kreatin mit deinem Körper macht. Klar habe ich auch schon überlegt, das Zeug zu kaufen. Ist halt schon verlockend. Aber genau wegen dem schauen wir es für euch mal genauer anschauen. Zum Verstehen, was Kreatin macht, das ist übrigens griechisch für Fleisch, muss man zuerst mal wissen, wie unser Körper die Muskeln mit Energie versorgt. Das basiert auf 3 verschiedenen Wegen. Das kann man sich vorstellen wie 3 unterschiedliche, nacheinander geschaltete Batterien. Sie sind unterschiedlich stark und halten auch unterschiedlich lang. Unsere erste Batterie ist für die Schnellkraft verantwortlich. Sie ist eine Energiequelle, die sofort verfügbar ist und aus 2 Stoffen besteht. Aus Adenosin-Triphosphat und Kreatinphosphat. Das ATP reicht so für die ersten 8 bis 10 Sekunden, bis der kleine Speicher leer ist. Dann sorgt das Kreatinphosphat, also unser eigenes Kreatindepot im Körper, dafür, dass der leere ATP-Speicher wieder gefüllt wird, indem es wieder ATP herstellt. Die Energie reicht so für etwa 1 Minute. Also zusammengefasst, die erste Batterie bringt uns besonders viel Power in kurzer Zeit. Das heisst, Kreatin ist wichtig, wenn ihr Schnellkraft braucht. Zum Beispiel ist das beim Sprinten oder im Gym beim Gewichtheben. Unsere zweite Batterie ist unsere Glykolyse. Also nichts anderes als das Zuckerdepot, das verbrannt wird. Für das brauche ich einen zweiten Ventilator. So. Die Batterie ist etwas grösser und hält so für ca. 10 Minuten. Nach diesen 10 Minuten kommt aber schon unsere dritte Batterie ins Spiel. Und zwar sind das unsere Fettdepots. Das ist zwar unsere grösste Batterie, leider hat die aber auch am wenigsten Leistung. Ja. Darum ist diese Batterie vor allem bei Ausdauer wichtig. Das ist auch der Grund, wieso Krea für Ausdauersportler eher nicht so geeignet ist. Wie man in dieser Grafik schön sieht. Kreatin hat viel Power. Längt aber nicht so lang. Zucker ist das schon etwas besser, dafür halt weniger stark. Und das Fett, das bringt am wenigsten Leistung, hält aber mega lang her. Zusammengefasst heisst es, hat man jetzt eine grössere Schnellkraftbatterie, sprich du schluckst zusätzlich noch Kreatin, hast du also mehr Leistung zur Verfügung, weil unsere Muskeln mehr Kreatin aufnehmen und speichern, als der Körper selber produziert. Aber von wo genau bekommen wir jetzt das Kreatin her? Das Gute vorweg, unser Körper stellt selber Kreatin her, indem er das aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin selber zusammenbastelt. 1-2 Gramm Kreatin werden so pro Tag gebildet, aber auch gerade über die Nieren ausgeschieden. Zu 90% ist das Kreatin in der Skelettmuskulatur gespeichert. Neben der eigenen Kreatinproduktion nimmt man Kreatin normalerweise vor allem über das Essen auf. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind hier an vorderster Front. In Obst und Gemüse hat es fast kein Kreatin. Das ist übrigens auch der Grund, warum Vegetarierinnen oder Veganer vom Kreatin profitieren können. Dazu aber später mehr. Zuerst, wie viel Kreatin ist überhaupt sinnvoll? Allgemein spricht man von 3-5 Gramm Kreatin pro Tag. Mehr als 5 Gramm, das ist etwa so viel. Wird einfach ausgeschieden oder das kann auch zu Nebenwirkungen führen, wie wir später sehen. Würde man die 5 Gramm jetzt versuchen, über das Essen aufzunehmen, müsste man 1 Kilo Rindfleisch essen. Wer isst schon 1 Kilogramm Fleisch am Tag?
Of course, we have a liver king size Oshobuko making the whole leg of a cow. Er sieht im Fall schon nicht so aus, als würde er nur Fleisch essen. Ja, fix nicht im Fall. Zurück zu Krea. Die Wirkung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das hängt von Alter, Sportart, vom Fitnesslevel und von Dosis ab. So können Paar das Kreatin in ihrem Körper einfach besser verarbeiten oder sie haben schon genug Kreatin in ihrem Kreislauf und es geht einfach nicht mehr. Bei denen, die es umwandeln können, haben Studien gezeigt, dass es eine Leistungssteigerung von 10-20% bewirken kann. Je nach Trainingsart. 10-20%, das klingt schon recht verlockend. Was ich mich aber gefragt habe, ist das wirklich für jeden etwas, also auch für Hobbysportler und Hobbysportlerinnen? Kreatin bringt für Amateure und auch Profisportler etwas. Wenn man jetzt mehr Kreatin im Muskel anreichert, zögert man einfach das Müdewerden ein bisschen raus. Man kann so also ein bisschen länger und intensiver trainieren. Weiter scheint Kreatin laut Studien Muskelschwäche, Verletzungen und Dehydrierung klein zu verringern und fördert die Erholung nach intensiven Belastungen. Dieser Effekt wird bei Amateuren und auch bei Profis wirken. Bis jetzt spricht also schon sehr viel für Kreatin, oder? Das Positive geht aber noch weiter. Es gibt Forschung, die darauf hindeutet, dass man sogar Kreatin als Prävention gegen Krankheiten einsetzen könnte. Und zwar auch außerhalb des Gym. Kreatin schlucken könnte helfen, die psychische Leistungsfähigkeit des Kindes zu verbessern. Bei anderen Studien hat man sich auf die älteren Menschen fokussiert. Die haben gezeigt, dass es auch dabei hilft, die Skelettmuskulatur zu stärken und die Knochenmachdichte zu erhöhen. Auch können scheinbar die Haut straffen und Falten vermindern. Dann schon nach einem Wunder mit, oder? Ja schon, aber es sind fangs ein paar Studien, die erste Hinweise zeigen zu dem. Bei den Veganern und Vegetariern sind wir euch auch noch eine Antwort schuldig. Die haben ja praktisch keine Krea im Essen. Man könnte meinen, die würden doch am meisten davon profitieren, oder? Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei gesunden Menschen keinen Kreatinmangel gibt. Auch nicht bei Veganerinnen und Vegetariern, sondern höchstens einen geringen Kreatinspiegel in den Muskelzellen. Ihr Speicher ist also weniger gefüllt. Sie müssen einfach darauf schauen, dass ihre Versorgung mit den Aminosäuren gesichert ist, damit der Körper das Kreatin selber herstellen kann. Die Aminosäuren sind vor allem in Lebensmitteln mit viel Eiweiß drin. Wie zum Beispiel Quark, Forellen oder Käse. Aber auch in pflanzlichen Produkten wie Tofu, Vollkornnudeln, Linsen oder Haferflocken einfach in viel geringerer Menge. Wir haben lange versucht, etwas Schlechtes über Kreatin zu finden. Und ja, wir sind fündig geworden. Achtung, mehr ist nicht wirklich besser. Es kann nämlich zu Nebenwirkungen kommen, wenn ihr so 20 Gramm pro Tag über eine längere Zeit nehmt. Das kann Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bleigen oder Erbrechen geben und scheinbar auch ganz üblen Mundgeruch. Du stinkst aus dem Mund, ganz übel. Bin ich erleichtert. Wenn ihr so bei 3 bis 5 Gramm bleibt, solltet ihr eigentlich safe sein. Wenn du Krea nimmst, zieht ihr so Wasser in die Muskeln, kann zwar nice aussehen, aber auch wirklich gefährlich werden. Darum musst du genug trinken. In den Sportkreisen sagt man so pro Gramm Kreatin etwa 100 ml mehr. Nimmt man jetzt 5 Gramm Krea, solltest du einen halben Liter Wasser mehr trinken. Andere Fachleute empfehlen auch einfach 3 bis 4 Liter Wasser am Tag, damit man sicher genug hat. Aber eben, genaue Studien zur Menge gibt es noch nicht und darum sind es nur Empfehlungen. Weil es jetzt zu Wassereinlagerungen in den Muskeln kommt, so wie es beim Gummibärli in einem Wasserglas der Fall ist, nimmt dein Körpergewicht zu, so zwischen 1 bis 3 Kilogramm. Aber keine Angst, das ist nur Wasser und nicht etwa Fett. Nimmt man jetzt kein Krea mehr, geht dein Wasser so nach 2 bis 3 Wochen wieder zurück. Über Krea gibt es viele Mythen. Fangen wir mal mit dem Haarausfall an. Lange Zeit hat man gedacht, dass Krea Haarausfall macht. Das Gerücht über Haarausfall geht auf eine einzige Studie zurück, von 2009. Dort hat eine Gruppe von Rugby-Spielern im College-Alter 3 Wochen lang täglich Krea genommen. Und die Studie hat dann einen statistisch signifikanten Anstieg vom Dihydrotestosteronspiegel festgestellt, kurz DHT. DHT ist ein Nebenprodukt von Testosteron, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass es zum genetischen Haarausfall kommt. Sie haben aber bis zu 50 Gramm hohe Dosen genommen, also viel höher als man heute empfiehlt. Auch war es eine sehr kleine Studie mit nur 20 Teilnehmern. Wichtig zu sagen ist,
Nicht jede Person bekommt Haarausfall, sondern falls ihr in der Familie einen genetischen Haarausfall habt, kann der steigende DHT-Spiegel den Haarausfall beschleunigen. Bekommen hättet ihr den aber früher oder später sowieso. Mit oder ohne Kreatin. Unser Mythencheck geht weiter. Mythos 2. Kreatin schadet deinen Nieren. Das kommt von einer alten Studie, wo man gesehen hat, dass Kreatin negative Auswirkungen auf die Funktion der Nieren hat. Personen, die Krea mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln genommen haben, hatten eine schlechtere Nierenfunktion. Heute ist man da entspannter. Eine aktuelle grosse Analyse mit über 900 Teilnehmerinnen hat gezeigt, dass Kreatin ohne Belastung der Nieren einfach ausgeschieden wird und es keine Komplikationen gibt. Aber einfach nicht überdosieren. Auch unser dritter und letzter Mythos, Ladephase, Kur und Zeit, ist ein Check wert, bevor wir zu unserem Fazit kommen. Lange ist man davon ausgegangen, dass es bei einer Krea-Supplementierung eine sogenannte Ladephase braucht. Also zuerst Speicher auffüllen und innerhalb einer Woche täglich 20 Gramm nehmen, statt die konstanten 5 Gramm pro Tag. Der Mythos mit der Ladephase stimmt nicht. Es braucht nämlich keine. Erstens, es bringt nichts und zweitens hat nachher Nebenwirkungen wie zum Beispiel Durchfall, Übelkeit oder sogar Erbrechen. Eine regelmäßige normale Dosis reicht. Auch hat man gemeint, dass sich der Körper an Krea-Supplementierung gewöhnt und man dazwischen Pausen machen sollte. Auch das haben ein paar Studien widerlegen können. Der Körper gewöhnt sich nicht an das Kreatin. Es gibt also keine Toleranz. Und jetzt noch zum zeitlichen Aspekt. Da gibt es sehr gegensätzliche Forschungsresultate. So richtig einig ist man sich da nicht, ob jetzt vor oder nach dem Training besser ist. Plausibel für uns ist, dass Krea nach dem Training besser ist als vor dem. Weil, nimmst du das Kreatin nach dem Training, wird durch die erhöhte Durchblutung das Kreatin schneller im Muskel aufgenommen, als wenn du es vor dem Training nimmst. So, also was jetzt? Krea ja oder nein? Was denkst du? Schreib uns doch unten in die Kommentare. Und was denken wir jetzt über Kreatin? Ja oder nein? Ich bin da so geteilter Meinung. Ich habe ja selber früher mal Kreatin genommen. Gut, früher wollte ich es einfach mal ausprobieren und schauen, was es für einen Effekt hat. Vielleicht hat dabei auch der Placebo-Effekt eine Rolle gespielt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich mehr Kraft während dem Training hatte. Ich bin aber jetzt von diesem Hype abgekommen und habe auch weniger Zeit zum Trainieren. Darum nehme ich auch keine Supplements mehr. Es geht nämlich auch sehr gut ohne. Zudem spart man sich einen Haufen Geld. Kreatin und seine Wirkungen sind schon spannend. Für einen Moment werde ich noch auf Kreatin verzichten. Weil ich finde, ein gutes Training und gute Ernährung sind die Basics des Kraftsports und darum verzichte ich noch auf das Supplement. Willi, du bist doch der, der am Schluss immer etwas isst. Du hast nicht das. Okay, es sieht nicht so appetitlich aus. Ja, geht so. Ja. Übrigens, jeder fünfte Mann zeigt im Gym ein ungesundes Verhalten. Mehr zu diesem Fact gibt es in dieser Rec-Reportage. Und ja, vergesst das Abo nicht. Also, ciao zusammen.